Skill oder Fail? Das ist hier die Frage. Hier, in der achten Welt, ja. Seit dem letzten Part glaube ich sogar. Ja, das erste, aber auf jeden Fall erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Another Super Mario Bros. Wii und dem Finale dieser Sex. Ich bin sehr gespannt, aber noch sind wir ja nicht so weit. Noch müssen wir erstmal Bowser Jr. endgültig ausschalten. Das müssen wir natürlich auch erstmal hinbekommen. Boah. Den ersten Treffer hätte ich schon beinahe wieder kassiert, bloß gerade kleben bis in meine Finger. Das ist natürlich überaus vorteilhaft. Okay, was muss ich hier machen? Kanonenkugel benutzen oder wie muss ich das jetzt verschwinden? Achso! Achso. Na, so geht's doch auch. Man hätte eigentlich das Ding so weit nach links bewegen müssen, aber ich hab's auch anders hinbekommen. So, verpiss dich. Eismen, okay, das bedeutet, ich brauche schon mal nicht zwingend Items aus dem Inventar. Ja. Beweg dich! Wie das aussieht. Dum. Naja. Okay. Spielchen auf Zeit. I love it. Drecksviech. Und hier oben ist ein Pilz, der stirbt. Super Timing. Super Duper Timing. Beweg dich. Verdammte Scheiße. Okay, da geht's nicht rein. Moment mal. Die fliegen aber da rein. Wieso? Aha. Hä? Die sind aber doch gerade. Hä? Ja. Bitte was? Sind doch gerade da rein. Keine Ahnung. Ich vermute ja wieder irgendwas Fieses, Böses, Gemeines. Vielleicht hat es ja sogar damit was zu tun. Nö. Rein da! Schafft das jetzt wieder nicht. Ich traue den Typen nicht. Ich glaube ja, da war was. Boah, drecksig. Verpiss dich. Ist da vielleicht ein Pilz drin? Nein. Aber hier ist einer drin. Gut. Hallo, Schraubenschlüssel. Ach du Schande. Stirb. Du solltest eigentlich auch sterben, damit nicht. Ah, es kommt wieder nach oben, das Drecksding. Ja, okay, das ging. Hatte eigentlich was Fieseres vermutet. Aber okay, dem war wohl nicht so. Halt! Da ist was. Ja, ein bisschen fies. Ist das hier schon? Oh, Scheiße. Was haben wir denn hier? Drittes Starcoin, würde ich sagen. Ja! Aber noch sonst seid ihr ganz bei Trost. Was zum Teufel war das? Nee, da gehen wir ganz andere Wege. Wir nehmen den. Die Noob-Variante, genau, so nenne ich es mal. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Tschüss. Wo? Nicht in die Kanonenkugel hinein. So, jetzt aber. Genau. Ist hier vielleicht sogar ein Problem? Das wäre jetzt sehr bitter für mich und mein Item in der. Nein, es gibt etwas noch Bitteres, aber egal. Gut.
So. Komm hoch, Drecksding. Danke. Es gibt etwas noch Bitteres für mein Item in Gefahr, nämlich ein Treffer von einem blöden Mecha-Koopa. Willst du mich eigentlich verarschen? Boah. So, dieses Mal schaffen wir es aber bitte. Kann man die Dinger vielleicht einfrieren? Wahrscheinlich nicht. Ja, wieso sollte man denn auch? Boah, das ist scheiße! Absolute Kotzkacke ist das Gequirlte. Boah. Kannst du schon wieder austicken? Komm, Röhre. Komm her, Röhre. Danke. Geh da hoch. Schnell. Wenn ich jetzt hätte noch mal warten müssen, das wär's gewesen. Schnell hätte warten müssen. Aha. So, stirb. So. Zack. Zack. Starcoin 2. Ja, die zweite geht ja, aber die dritte. Da mal ein bisschen. Keine Ahnung. Icon-Tuss oder was? Beziehungsweise machen wir das doch einfach. Nein, machen wir nicht einfach. Ich dachte vielleicht. Aber vielleicht denken ist scheiße. Boah. Das mich schon wieder ankotzt. Das schaffst du nicht. Ey, diese Röhre, ne? Diese Röhre. Die macht dich fertig. So, geh rein da. Verdammte Scheiße. Boah, wieso musstest du dich auch treffen lassen mit dem scheiß Propeller? Nee, ich probiere das klein. Sonst habe ich keine Chance. So, Starcoin. Aber true. Ei, ei. Rein war. Auf ein neues. Auf ein neues. Nein. Boah. Nein. 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 Verdammte Scheiße, ey. Alter, Alter, Alter. So, warten. So. Komm. Zack. Zack. Rein da. Ey, ey. Und wie, du verscheißt es wieder. Weißt du was? Das machen wir ganz einfach so. So, jetzt kannst du es gar nicht mehr verkacken. Na wohl. Monty Maulwurf kommt ja auch noch. Beziehungsweise ist ja kein Monty Maulwurf, das ist ein Monty Schraubenschlüssel oder wie es heißt. So, komm, wir brauchen keine Scheiße, ne? Wenn du das jetzt versaust. Wenn du das jetzt versaust. Ne? Dann wird der Tag nicht mehr schön für dich, verdammte. Der Typ macht mich fertig. Der Typ macht einen echt fertig, ne? Man hat schon viel geschafft. Aber so viele Typen fertig zu machen, also so viele Spieler vor allem. Dad hat noch keine Videospiel vor ihm geschafft. Videospielfigur, ja, meine ich ja. Keine Ahnung. Hey, sag mal stehen. Sag mal stehen. Nein, doch nicht mich! Fuck. Muss aber noch irgendwo ein Item sein. Was will ich mit dem Mon haben? Du denkst nicht ernsthaft, dass ich klein gegen den Typen ankomme?
jetzt super. Nö, ich muss so gegen ihn kämpfen. Oh Gott. Das wird schwierig. Weil der Fight war nicht ohne. Ja, genau das. Mit der Scheißbombe. Nö. Am besten gleich am Anfang eine Stampfattacke machen, weil dann kann man ihn nicht treffen. Weil man so blöd ist. Ey, dann weicht der Typ aus. Das gibt's doch nicht. Ach. So. Die Flammen am besten gegen die Wand locken. Naja, hat ja prächtig geklappt. Ach, was machst du denn? Vorsicht! Die Scheißbombe geht hoch! Du wirst mir gerade ein bisschen zu brenzlig. Komm schon. Verdammte Scheiße. Geh den Scheiß-Typen. Ja, Scheiße. Fuck. Der dreht da völlig am Rad irgendwie. Komm schon! Ja! Oh. Alter, was ist das denn? Totales Chaos! Totales Chaos! Boah. Oh. Ja, hi Peachy. Totales Chaos. Ja, als ob er dich gewinnen lassen würde und das auch noch freiwillig. Nee, 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 du. Das kam ja eigentlich jetzt ein Er oder eine Sie? Ja, aber weiß das nicht. Aber das große Castle, muss ich sagen, sieht mit am epischsten aus. Obwohl ich sagen muss, dass das vom DS sogar noch ein ganzes Stückchen epischer aussah. So mitten in der Lava drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall knöpfen wir uns jetzt den Typen endgültig vor. Das Bowser Castle. Fitz wäre hier nicht der schlechteste Freund. Machen wir den Typen kalt. Drittes Sarkon wird wahrscheinlich wieder beim Fight auftauchen. Ach ja, stimmt. Das Bowser Castle Intro gab es auch schon immer. Und ach stimmt, war das nicht das Level, wo man die Schlüssel verwendet hat? Ich glaube schon, ja. Das unverwendete Bowser Castle Intro. Ja, es ist das Level mit den Schlüsseln. Verdammt. Das ist ja, glaube ich, bloß der Ausgang. Fangen wir mal ganz klassisch mit 1 an. Das kann nur lustig werden. So lustig. Oh ja. Das ist doch witzig. Oh ja. Dass es nur witzig sein kann. Da übrigens ein Fehler und man ist sofort tot. Natürlich. Schnell, beeil dich. Schneller. Oh Gott, da besser einmal warten. Na, was? Ach komm, nur weil ich ihn am Rand berührt habe, oder wie? Ja. Aber kein Grund, mich gleich rauszuwerfen. Arschloch. Wirft er mich gleich raus? Nö, Noobs sind hier nicht erwünscht. Ja, ist schon klar. Stimmt eigentlich, in Welt 7 haben wir ja herausgefunden, was mit dem One-Ups los ist. Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn man in die Lava fällt, was ist denn da, ne? Keine Ahnung. Knochenmalgerüst, keine Ahnung, so nach Motto. Ja, Wiederbelebungszauber. Naja. Macht immer noch nicht sehr viel mehr Sinn, oder? Gut, treten wir ihn mit Kappe gegen den Typen an. Soll mir doch auch recht sein. Ohne ist jetzt jedenfalls nicht mehr drin. Ohne ist nicht mehr drin. Boah. Ey, aber ernsthaft, wieso hat mich das Ding gerade runtergestoßen?
Eieiei. So, Schlüssel 1 hätten wir. Aber immer noch keine Starcoin. Ja, was denn? Heißt immer noch. War jetzt der erste Schlüssel. So, Nummer 2. Die Schlüssel und Schilder gab es ja, aber man hat sie nicht im Original des MMI verwendet. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja. Gönnen wir es den Hex, dass es was Exklusives ist. Ach du Schande. Oh, ich konnte ja ahnen, dass da ein zweiter Bodo ist. So, das war immerhin die erste Coin. Und der zweite Schlüssel. Jupp. So, die 3. Da ist wahrscheinlich wieder keine Starcoin und bei der 4 ist noch eine. Das ist dann die zweite, wenn alles gut läuft. Und ja. Oh nein, was mit Bombs? Weil ich das halt so mag. Und da lassen sich ultra fiese Sachen mitmachen. Oh nee, ja, noch die Dinger. Ob es da vielleicht einen Pinguin gibt? Nee, aber eine Feuerbombe. Nehme ich an. Das dritte Castle war ja nicht das schwierigste Castle. Ja, wie der Eiszapfen förmlich wartet. Ja, ich gehe natürlich erst dann runter, wenn da auch was ist, wo ich drauf fallen kann. Aber am Ende stirbt das sowieso. Ja, der ist lustig. So, jetzt kommt wahrscheinlich die zweite Starcoin und die letzte ist dann bei Bowser. Würde zumindest Sinn machen. 4. Oh Gott, was ist das denn? Ey, nö, ne? Nicht sowas. So scheiß Stachelsäulen. Okay, da oben ist schon mal nix. Jetzt hat mich aber der Turm gerade getroffen, hä? Doch nichts gemacht. Ach du Scheiße, das sind sie auch schon. Yay! Na los, drück dich ein, Tricksding. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hä? Ja, und wo war die Starcoin? Was ist eigentlich hier? Nüscht. Ja, nee, ist klar. Echt nicht? Und hier? Auch nüscht. Ja. Boah. Weg hier. Hä, wo ist denn die zweite? Wenn ich fragen dürfte. Okay, uns fehlt eine Starcoin, voraussichtlich. Es sei denn, es gibt zwei bei Bowser. Ja, aber ein bisschen gut viel, weil hier ist ja. Ja, hier ist. Übergangsraum. Ja, ganz super. Ich muss das Bowser-Kasse zweimal machen, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Es müsste schon ziemlich crazy sein, wenn jetzt hier ernsthaft noch zwei Starcoins auftauchen würden. Wo hätten eines sein sollen? Das ist eben die Frage, die ich mir gerade stelle. Weil ich hätte nicht mal irgendeinen Ansatz. Oh Gott, da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Hi. Wie geht's denn heute so? Haben wir was Schlechtes gegessen, dass man so brüllt? Ich halte dich ein bisschen auf, Kumpel. Es sei denn, du springst. Dann können wir die Aufwärmqualen beenden. Gut, wenn du es so haben willst. Tschüss. Voll episch besiegt. Natürlich, ich bin ja krank. Wo sollten denn hier bei diesem kleinen Bowser-Fight denn schon zwei Starcoins sein? Ich meine, da oben ist jetzt Peach, ne? Und jetzt voll das epische Happy End. Hm? Oh mein Gott, es ist Kamek! Ich dachte, es wäre Bowser Junior. Ich bin enttäuscht. Und total überrascht dazu. Oh mein Gott, er wird doch nicht riesig. Nein. Riesig. Nintendo weiß doch, dass das viel zu oft vorkommt. Er ist gigantisch. Nein, super. Okay, Skavo, tu mir einen Gefallen. Hab hier zwei Starcoins versteckt.
Aber ich habe sogar in Erinnerung, dass hier zwei waren, weil ich kenne den Bowser-Fight noch. Und eine war irgendwie ganz blöd oben versteckt. Das weiß ich auch noch. Ey, ja, Bowser, reiß mal ein bisschen ein. Deine Flammen müssen es auch irgendwann mal bis hierher schaffen. Ja. So war das auch wieder nicht gemeint. Oh Gott. Ja, da ist eine. Ja, ganz super. Bowser, mach mal ein bisschen Platz. Ja. Ist ja schon verstanden. Es ist die dritte gottverdammte Scheiße. Okay, mir fehlt eine. Was zum Teufel? Das war die dritte. Ja, natürlich. Hallo. Der reißt mir da die Bude ein. Der ist lustig. Ja. Muss immer aufpassen, Mario. Wenn du nichts bezahlst, kommt nicht der Makler. Nein, es kommt Bowser. Merkt ihr das? Hi. Ach du Scheiße. Ja. Hätte ich tun sollen. Hallo. Ja. Super, mir fehlt eine. Kürzen wir das ab. Jo, ich mache hier einen Cut und schneide euch die zweite rein und wir sehen uns wieder bei Giga Bowser. Bis gleich. Das habe ich fast geahnt, dass da was ist. Okay, ich habe mich entschieden für den Fall, dass ich sterben sollte. Dann fangen wir am besten gleich mit der zweiten an. Ja. Absi! Wir sehen uns bei Bowser. Nun, soweit, so gut. Bowser zu besiegen und die dritte Starcoin einzusammeln, wird jedoch wieder ein ganz anderes Thema. Scheiße! Ja, also der Fight ist echt, nicht mehr normal. Ich meine, Bowser schlägt viel zu schnell zu. Ich weiß, da kann Skaro jetzt nicht unbedingt was dran ändern. Aber dennoch, die Formation ist schon extrem scheiße. Ja, gut, gut, gut. Gleich zwei Flammen auf einmal. Komm mal, schon schick hier ein paar her. Nein! Fuck. Das ist hier so eine beschissene. Mann, mach hier oben auf. Oh, dann halt nicht. Nein! Meine... Ey, fick dich. Mario, das ist nicht die Hand Gottes, das ist die Hand Bowsers. Also lass das lieber. So, hier ist auch nur eine Feuerblume. Was ist mit dem Propeller passiert? Ah, hier oben. Gut, dann endlich mal die Lücke, wo ich durchkomme. Ja. Natürlich. Bowser kann seine eigenen Flammen zerstampfen und der Sprung war gerade ein bisschen gut riskant. Hallo. Mach mal auf hier. Bitte. Fuck. Nein. Nein. Ich hatte keine Chance. Ich stand viel zu weit. Ich stand einfach nur beschissen. Ja, aber das ist trotzdem dein Aus. Gute Nacht, mein Freund. Endlich. Und tschüss. Fuck that shit. Hey, da oben sind noch Münzen. Naja.
Tut mir leid, Peachy, ich habe all unser Geld in One-Ups investiert. Kosten immerhin 100 Münzen das Stück. Ziemlich teuer. Genau wie wäre es eigentlich mal, wenn man diese scheiß 100 Münzen für ein One-Up entweder komplett absetzt oder einfach nur den Preis erhöht? Dadurch würde man auch den One-Up-Spam endgültig loswerden und endlich wieder ein bisschen Schwierigkeit schaffen. Ich meine, jetzt war das schon in Super Mario 64. Weiß Gott, einfach, aber hier ist es schon übertrieben. Und bei den neuen Mario-Spielen, naja, hat man wieder in eine andere Richtung gedacht, bloß eindeutig in die falsche, indem man sagt, ja, setzen wir einfach mal den One-Up-Zähler über 1000. Schön. Naja, besser als nix. Moin. Auch schon da. Ey, Bro. Ich hab wieder voll die geile Story. Nachdem du dir kein PM2 mehr aufnimmst zurzeit, spam ich dich jetzt gerne hier auf unserem Flug zu. Ladies first, Bro. Ist da überhaupt noch Platz? Nö, das ist ja auch das Schöne daran. Ey, Bro. Bro. Sag doch einfach, wenn dir meine Storys nicht gefallen. Aber uns gefallen sie. Na, besser als nix. Von der geheimen Welt. Ja, keine Ahnung, wie viele Hexe es gibt und so weit. 4, 5, 6 Mal. Keine Ahnung. Ach ja, das Original muss ich ja auch noch mitsehen. Wie auch immer. Der wunderbare Epilog und zusätzlich natürlich auch noch nicht zu vergessen die Credits. Keine Ahnung, was der hier geändert hat, aber ich glaube, irgendwo hat er es dann auf seinen Namen hingesetzt. Ja, wir können mal versuchen, hier ein paar Münzen rauszuholen. Ich finde die NSMBU Credits einfach geil. Fast sogar noch geiler als die von NSMBU. Keine Ahnung, die von NSMBU waren mir zu overworld-lastig. Das hier ist irgendwie so, keine Ahnung, was Besonderes. Sieht irgendwie auch geil aus. Deshalb mag ich es ja auch, yeah. Bada-bada-bada. Nur wie wär's mal, wenn hier auch mal irgendwo Münzen drin sind? Dankeschön. Da, la 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 la. Ich mach gar nichts, außer nach unten drücken. Ich krieg hier schon einiges raus. Ich bleib jetzt einfach auf der Linie. Na gut, vielleicht sollte ich mal ändern. Interessant auch die Stimmen im Hintergrund. Jetzt hat man, glaube ich, gleich Bowser Jr. oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich kenne die Credits einfach mittlerweile schon fast auswendig. Uah. Aber ist das der einzige Hack, den ich denn mit Mercury Neo kenne ich auch noch, aber das Neo hatte ja seine eigenen Credits. Und den hier kannte ich nicht mehr ganz. Ich habe ja mal bloß bis Welt 5 gezockt. Was heißt immer, ich habe einmal bis Welt 5 gezockt und dann nie weiter. Keine Ahnung, was ich da hatte. Da habe ich irgendwie das Beste verpasst, war am Anfang gleich. Also bis Welt 5 muss ich sagen, weil, apropos Fazit, ne? Also, um jetzt mal zum Fazit zu wechseln, am Anfang gleicht mir einfach der Hack ein bisschen gut stark in das MUI. Aber so ab Welt 6, muss ich sagen, ändert sich das und es wird eigentlich zu was wirklich komplett eigenem. Ja, nicht unbedingt komplett, weil es sieht schon immer noch stark eine Simulie raus, aber man sieht, dass er Ideen hatte. Natürlich waren die auch schon vorher da in einzelnen Leveln, aber ich muss sagen, ab Welt 6 hat es mir einfach wirklich besser gefallen. Deshalb muss ich, finde ich aber den Hack keineswegs schlecht. Man muss auch bedenken, der kam 2011, ein Jahr nach dem Release von dem Originalspiel. Da konntest du noch nichts machen, da waren die Editoren auch noch nicht so weit. Und man muss bedenken, der hat nur ein Jahr gebraucht und hat sowas Geiles draus gemacht. Und soweit meinen großen Respekt. Ich meine, Mew kam ja erst wirklich Jahre später. Aber da hat sich dann doch die Arbeit wirklich gelohnt und man hat es gesehen. Aber hier muss ich sagen, allein für das Jahr und dass das immer noch das gleiche NSMBU in Bezug Euroworld Map und so ist, ne, dagegen lässt sich weiß Gott nichts sagen. Scheiße, die Special Thanks will ich noch ein bisschen hauen. Danke. Naja, sehr weit bin ich damit auch nicht gekommen. Ha! This is a free game hack. It is not mean to be sold. If you have paid, you've been seemed and should...
demand your money back immediately. Ich hab nichts dafür gezahlt. Keine Ahnung, ich hatte den auch noch irgendwo auf SD-Karte oder so übrig. Haben wir irgendwie rausgekramt, keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte auch ursprünglich New Let's Playen und bin dann irgendwie auf den Hack geschossen und habe mir gedacht, komm, mach den. Ich wollte einfach auf was Vollständiges haben, nicht so wie Epic Super Bowser World oder Canon Mario Brothers oder... keine Ahnung. Und New Super Mario Bros. Wii 2, The Next Levels, ist eigentlich der einzige Hack, der auch wirklich komplett vollständig ist. Außerdem hier. Und, aber das war mir wirklich zu random, also New Super Mario Bros. Wii 2, da kommen irgendwie random irgendwie Levels raus. Der Hack hat mir irgendwie einfach allgemein nicht so gefallen. Das war auch eher so ein, keine Ahnung, random Kaizo-Hack. Da habe ich lieber den hier genommen. Der ist ordentlich, der ist schön, der hat Struktur. Und im nächsten Part fangen wir an mit der Star Wars. Seid also dabei, wenn es mit der absoluten Dröhnung losgeht. Bis dann und ciao.